Ich bin Evelyn Passert und bin die deutsche Stimme von Michail Prishvin. Genauer gesagt, ich bin vor allem die deutsche Stimme von Prishvins Tagebüchern, Dnevniki. Denn es gab vor mir schon viele andere deutsche Stimmen des Autors, seiner literarischen Werke. Tagebuch übersetzen, das oder besonders natürlich das von Prishvin zu übersetzen, mit den vielen Stimmen, das war mir vorher nicht so bewusst, bevor ich anfing, heißt nicht nur einfach, dass man viele Stilebenen können oder sich erarbeiten muss, also dass eben dann in so einem Tagebuch der Bauer anders reden muss als der Schriftstellerkollege X und dass eine philosophische Reflexion anders klingen muss als ein Gleichnis und dass eine Alltagsnotiz, wo es um das Einpacken des Jagdgewehres geht oder sogar die Funktion eines Jagdgewehres anders klingen muss, als wenn er über den Regen schreibt, ja, sondern das Problem, das ich so nicht gesehen habe, ist, dass es immer kleine Blöcke sind und dass die Tonlagen ständig abbrechen. Und dass man immer wieder neu anknüpfen muss. Wenn man einen Roman übersetzt oder wenigstens längere Erzählungen, kann man sich in diese Stimmen reinfallen lassen und wird dann von dieser Stimme getragen. Und in diesem Fall muss man immer anbrechen und wieder abbrechen, pardon. In diesem Fall muss man immer wieder abbrechen und neu ansetzen. Abbrechen, neu ansetzen. Und das ist schon sehr schwierig. Das ist sehr anstrengend. Die Tagebücher umfassen 18 Bände auf Russisch, rund 13.000 Seiten. Ich mache daraus 4 Bände mit jeweils ungefähr 200 Seiten plus Kommentare, die noch dazukommen. Ich wähle alles aus an Tonlagen, was vorkommt. Ich wähle alle Themen aus. Ich wähle sie aber in unterschiedlichem Umfang aus. Es gibt natürlich auch Reflexionen, die sich über die Jahre wiederholen. Das ist auch eine hohe Verantwortung, auch dem Verlag gegenüber, den Lesern gegenüber, dem Autor gegenüber. Ja, aber es ist eine wunderbare Arbeit. Es ist natürlich ein Leben mit einer Person. Ich lebe mit Prishvin. Ich streite eigentlich nicht mit ihm. Das habe ich bei anderen Autoren gehabt, witzigerweise. Witzigerweise rede ich mit ihm gar nicht so viel. Das habe ich. Ich habe auch einen Band Rosanow mal übersetzt. Also dieser Mensch, der so wichtig für Prishvin war. Rosanow habe ich teilweise echt beschimpft, weil er mich so genervt hat. Prishvin empört mich auch manchmal und manchmal finde ich ihn wunderbar und möchte ihn umarmen, aber ich drücke es nicht mehr verbal innerlich für mich aus. Ich weiß gar nicht warum, aber ich bin in ständiger Auseinandersetzung. Sagen wir weniger fast mit ihm als Person, denn mit diesem Text und diesem Denken, das mir aus diesen Texten entgegenkommt. Also wenn ich das jetzt so überlege, ich überlege das gerade wirklich zum ersten Mal, ob es mehr der Autor ist oder mehr die Stimme. Und ich würde fast sagen, es ist die Stimme, es sind die Stimmen im Tagebuch, mit denen ich mich auseinandersetze. Dass mir eigentlich, obwohl der Mensch da ständig drin ist, ich glaube, dass der mir fast ein bisschen egal ist. Also was
diese Tagebücher für einen heutigen Leser ausmachen, das kann vielleicht für jeden Leser zumindest punktuell etwas anderes sein. Für mich, ich kann eigentlich nur für mich antworten, ist es diese Vielfalt der Aufzeichnungen, dass sie eben von einem Logbuch seines Lebens über eine Mitschrift dessen, was andere Leute sagen und denken, über einen Versuch, die Reflexion voranzutreiben oder das eigene Denken über die Revolution, über den Stalinismus voranzutreiben, in einer Zeit, in der das alles stattfindet, in der er ja nicht voraussehen kann, was kommen wird. Das ist eine Passage vom 8. Januar 1919, also mitten im Bürgerkrieg. Prischwins Frau und der jüngere Sohn, also beide sind noch recht kleine Kinder, ist schon aus Jeljez weggegangen zu Verwandten auf ein Dorf in der Nähe von Smolensk. Prischwin und sein älterer Sohn leben noch in Jeljez in einem Zimmer, in einer Wohnung mit Freunden zusammen. 8. Januar 1919, wie gesagt. Mein Junge schläft. Alles schläft. Es ist die stille Morgenstunde. Zwar sehe ich ihn nicht, doch spüre ich über all dem Schnee den Morgenstern. Meine Berufung ist es, schwammgleich das Leben eines Zeit- und Ortsmoments aufzusaugen und Märchen oder gleichnishaft wiederzugeben. Ich bin die Blume von Zeit und Ort, die ihre nicht zeitlichen und nicht räumlichen Blütenblätter entfaltet.